Willkommen zurück zu einer neuen abendlichen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte abendliche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt ein wenig reindippen und supporten, geht ganz schnell eine Bewertung reindrücken. Ansonsten, Gewinnspiel läuft immer noch, Kommentar schreiben mit Discord-Name. Großes Dankeschön für die ganze Unterstützung. Und wir befreien jetzt hier das nächste Gehöft. Denn wir wollen ja die ultimative Rüstung. Wahrscheinlich ist sie gar nicht gut, ja. Wahrscheinlich ist die Rüstung gar nicht gut, aber hey. Dreams, Baby. Man wird ja wohl nochmal träumen dürfen. Okay, was geht hier? Sosum. Oh, ich renne einfach rein und metzel jeden nieder, oder? Und weg. Und weg bist du, mein Freund. Ja, mittlerweile, ich bin so eine Maschine. Ich muss eigentlich keine Angst mehr haben vor gar nichts. Ich bin der ultimative Killer. Was hat der vor? Huh? Boah, ich brauche ewig lange. So, meine Dame, hier liegen ein paar Hände rum, aber sonst sieht's doch ganz gut aus. Habe ich ihr Leben gerettet? Ich hoffe doch. Oder rennt hier noch jemand rum? Ja, irgendjemand rennt hier rum. Es ist zu gefährlich. Sie sagt, es ist zu gefährlich, weil irgendjemand in der Nähe sein muss. Oh nein, Hunde! Boom! Was geht der Hund down? Keine andere Wahl. Ich musste es tun. Ich will keine Hunde erschießen. Ich will keine Hunde erschießen. Aber das Spiel zwingt mich mal wieder dazu. Und wenn das Spiel einen dazu zwingt, dann hat man keine andere Wahl. Immer noch Gegner in der Nähe. Gibt's doch nicht. Hier drin ist noch einer. Wie viele Gegner tummeln denn hier noch rum? Schrei für mich, Mongole. Schrei für mich. Und jetzt gib mir deinen Scheiß. Aber jetzt, komm, lass dich endlich retten. Hier drüben. Ja, jetzt auf einmal hier drüben. Bald seid ihr frei. Ich schulde euch mein Leben. Geht. Gebt auf euch Acht. Erst die ganze Zeit irgendwie keinen Bock haben, gerettet zu werden. Und dann plötzlich, oh, hier drüben, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt will ich doch gerettet werden. Großer Lord Baron Kies. So sieht's aus. Erst bespucken und dann anbeten. Wenn wir den hier haben, haben wir 4 Stück. Alter, was war das für ein Superschlag? Der gute alte Jump and Kill. Den hätte ich irgendwie schon viel früher machen sollen. Der gute alte Jump and Kill haut nämlich böse rein. Böller gibt's hier. Rauchbombe ist voll. Jump and Kill. Alter, der Move war auch nicht schlecht, oder? Der war ganz nice. Ja, wo sind die denn jetzt hier? Hier ist noch einer. Kann ich hier hoch? Ab und zu können wir die unmöglichsten Dinge hinlegen. Und dann plötzlich auf einmal ist es wieder unmöglich für mich, so einfache Dinge zu erklettern. Die ja wirklich jeder schaffen würde. So, Nummer 2. Ich war noch nie so dankbar. Ihr seid sicher. Ich mach das nur wegen dem Schlüssel, ja? Ich will nur den Schlüssel haben, damit ich die Rüstung bekomme. Alles andere ist mir vollkommen egal. Nicht, dass wir uns da irgendwie falsch verstehen, ja? Hier rennt noch jemand rum.
Purview. Kuckuck. Wo ist der letzte Bauer? Vielleicht hier drin? Nee. Einer fehlt noch. Hello, hello, hello. Ist hier irgendjemand? Kann der auch hier drüben sein? Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Alter, wie geil. Ey, das sieht ja richtig heftig aus. What? Ja, aber das gehört nicht mehr dazu da hinten, oder? Ich renne mal kurz hin, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber was für ein saucooler Helm. Hut. Mütze. Ihr wisst, was ich meine. Irgendjemand hier? Irgendjemand, der gerettet werden will? Nein. Na gut, dann halt nicht. Ich hab's angeboten. Naja, ich habe wenigstens hier meinen Hut bekommen. So gesehen hat sich gelohnt. Der weite, widerliche Weg, der passt auch extrem geil zu meinem Outfit, finde ich. Jetzt fühle ich mich gut. Ich bin modisch auf dem neuesten Stand. Okay, wo könnte der letzte sein? Vielleicht oben? Vielleicht da oben drin? Ja, das könnte durchaus möglich sein, denn da oben ist irgendjemand in der Wache oder so. Na, 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 na. Was haben wir denn hier? Tja, er geht. Und macht mich fertig. Cooler Typ. So. Alles wird wieder gut. Gib mir den Schlüssel, Weib. Wir schulden euch unser Leben. Nehmt den Schlüssel für Gosakus Rüstung. Nutzt ihn weise. Habt ihr die Rüstung je selbst gesehen? Wir haben es nicht gewagt, mein Herr. Wir sollten sie für jemanden wie euch aufbewahren. Klug. Wirklich, kluge Entscheidung. Das Kuta-Gehöft gehört wieder uns. Und mein Rang wächst und wächst. Ey, dieser Helm gefällt mir so unglaublich gut. Mega, einfach nur mega. Nobu, Nobu-san. So, es macht plupp. Alles klar, hier sind wir durch. Ja, hier wäre noch was. Wir sollten es uns ansehen, schnell. Bevor wir weitermachen mit der Story. Ich weiß nicht, ob da noch ein Hof ist. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 4 Schlüssel. Bisschen was fehlt immer noch. Hier steht ein alter Mann rum. Ey, alter Mann! Es sind finstere Zeiten, mein Herr. Ihr tätet gut daran, die Kami um Hilfe zu ersuchen. Ihre Schreine liegen hinter den Tori-Toren. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Sie hören alles und sehen alles. Wenn ihr euch beharrlich bemüht, antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob die wirklich antworten. Du bist ein braves Pferd, Nobu. Nobu ist mein Gott. Nobu möge mich führen. Blume mitnehmen. Natürlich.
Oh, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Oh, die haben Vorräte. Ich habe doch Zeit. Und die haben Nobu beleidigt. What? Der will's wissen, oder? Der eine hier. Ich mach das nur wegen Nobu und den Vorräten. Alter, gute Ausbeute. Wirklich verdammt gute Ausbeute hier. Und weiter geht's. Du bist das allerbeste, Nobu. Nobu, du bist die Liebe meines Lebens. Mongolengebiet. Ich gehe rein. Mach einmal hier auf Stark. Gib ihm alles. Hat irgendwo noch ein Bär angerannt? Ich sehe zwar nichts, aber ich glaube, ich gewinne. Komm schon, Bär, stirb. Was ist denn mit dem los? Hab ich's gerade gesehen? Okay, er ist tot. Okay, ich habe keine Ahnung, aber... Ja, hat funktioniert. Ey, Kumpel. Sorry, keine Überlebenden, keine Gefangenen. Nicht heute. Ich bin in so einem schnellen Metzelrausch. Ist da noch ein Bär? Wie jetzt die Bärenbrüder? Die verdammten Bärenbrüder? Erstmal schön hier eins direkt zwischen die Augen. Hast du gerade gesehen, was ich mit dem Bär gemacht habe? Genau dasselbe mache ich mit dir. So bin ich drauf. Mies und fies. So. Haben wir hier noch einen Gegner? Oh, ja. Dich! Ausgerechnet den hier. Boah, der Langbogen macht ja so einen Mörderschaden. Zählt der? Der zählt. Es gibt einen Bonus. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen. So, ich würde sagen, wir können die Story weiterspielen. Hier ein bisschen durchrennen, alles mitnehmen. Die Vorräte, Eisen, Munition. All die guten Dinge, die man braucht im Leben. Hier nochmal ran, können wir hier noch irgendwas mitnehmen. Alright. Das ging mal wieder erstaunlich schnell. Das ist wahrscheinlich eh wieder nur ein Fuchs. Aber weil ich jetzt hier in der Nähe bin, joggen wir mal ganz kurz hin mit Nobu. Ich sag ja, mittlerweile geht das alles hier so unglaublich flott. Wir sind halt so unglaublich derbe unterwegs. Mongolen haben überhaupt gar keine Chance mehr gegen uns. Was ist das hier? Das ist doch ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Ah, 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 hört auf. Hört auf mit dem Shit. Hört auf mit dem Shit. Vergiss es, Alter. Wärst du lieber weinend weggerannt? Ja, ich bin ja da, Fuchs. Hopp. Gib Gas. Ich hab einen Mönch, der mich braucht. Wo führt mich Fuchsi, der kleine Fuchs, denn jetzt schon wieder hin? Und ich will die Familienrüstung auch noch holen. Könnte nice sein.
Meditieren wir hier oben. Gut gemacht, kleiner Freund. Absolut gut gemacht. Was ist das hier für ein Talisman? Oh, ich habe noch voll viel Platz. Habe ich ihn nicht ausgewählt? Ah, doch, jetzt. Hier. Was war das jetzt? Obwohl. Och nö, war das einer von den Guten? Der Schatten. Da muss ich später mal genauer gucken. Wir haben so viel Zeug bekommen. Allgemein. Alright. Wir machen große Fortschritte. Aber wir gehen jetzt wieder hier drüben hin. Denn ich will meinem Kollegen hier helfen. Und solange wir hier in dem Gebiet ein bisschen was machen können, machen wir halt erstmal das Gebiet hier. Ich weiß, wir müssen uns mehr ins Inland vorwagen, aber ich will erstmal hier die Mission mitnehmen. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen wieder die Story weiter. Na, was gibt's hier noch zu Kenji? Ich mag Norio. Norio ist ein cooler Typ. Geschenke. Wo bekomme ich Geschenke? Ich könnte mir direkt ein paar hier schnappen, oder? Ein schöner Bogen ist ein Kunstwerk, Herr. Das stimmt. Wir haben den schon mal verbessert. Optisch verändert er sich kaum. Langbogen haben wir noch gar nicht verbessert. Okay, Langbogen ist eigentlich ziemlich geil. Die Pfeile werden zuschlagen wie tödliche Falken. Machen wir direkt mal hier ein bisschen wir besser. Wir sehen uns wieder. Direkt ein wenig pimpen. Ehre, an eurem Bogen zu arbeiten. Ich weiß, alles ist eine Ehre, solange es mit mir zu tun hat. Geschenke, Baby. Wo liegen die Geschenke rum? Fürst Sakai. Norio. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war es? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Drei Taten, drei Illusionen. Ich mag unseren Look. Der gefällt mir gerade sehr gut. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Bumsen. Ich hoffe, ich kann irgendwann heimkehren und neu anfangen. Ich wünschte, so ginge es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen.
eine Familie gründen, dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Naja, aber sowas kann man ja nicht bestimmen, oder? Vielleicht hassen sich eure Frauen. Und wenn Frauen sich einmal hassen, dann ist der Hass so tief. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Nö. Das Leben eines Samurai gehört nie ihm allein. Das muss unvorstellbar schwer sein. Von klein an musste ich den Namen Sakai dienen. Ich habe das nie in Frage gestellt. Stellt ihr es jetzt in Frage? Ich weiß nicht. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist. Aber diese Waffen werden ihn retten. Von daher... Na gut, Leute. Die Rettung in der nächsten Folge. Bewertung dalassen. Ansonsten Gewinnspiel. Glocke aktivieren. Abonnieren. Der ganze Quark eben, den man so machen muss heutzutage. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Unterstützen und... Tschüss!